Ja, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag zur ersten Folge und zum Review von Alaska Road Truckers. Gestern erschien, heute die Zeit gefunden, das Video dazu zu machen. Wir werden uns das Ganze mal angucken, wie mir das persönlich so gefällt, wie euch das Ganze gefällt und das könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr Lust habt. Aber wie gesagt, denkt einfach daran, guckt euch das Video mal an und sagt mal, wäre das Spiel eigentlich was für euch? Wir fangen erst einmal im Hauptmenü an. Hier sind ein paar Sachen zu klären. Als allererstes, ihr könnt mit dem Controller spielen, also mit dem Xbox-Controller zum Beispiel. Das ist schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Ansonsten habt ihr viele Sachen, die ihr hier einstellen könnt. Natürlich von der Grafik angefangen, aber auch später zur Steuerung. Ihr könnt mit dem Lenkrad spielen und da kommen wir vielleicht gerade am Anfang zu einem ganz wichtigen Punkt. Nämlich, wenn ihr jetzt auf Lenkrad geht, ihr habt jetzt irgendein Lenkrad, wie ich zum Beispiel das Toastmaster TX Racing Wheel, das wird am Anfang nicht erkannt. Wichtig ist dieser Kontext erstaunlicherweise. Sie müssen den Logitech G-Hub installieren, damit ihr Lenkrad funktioniert, auch wenn es von einem anderen Hersteller ist. Wir sind ein kleines Team und diese Lösung ist effektiv und sorgt dafür, dass die meisten länger problemlos funktionieren. Klicken Sie hier, dann kommt ihr quasi zu Logitech, da könnt ihr die ganze Gedünste herunterladen. Tatsächlich, es funktioniert wirklich. Also ich habe ja einen Toastmaster und ich hätte auch nicht gedacht, was bringt mir jetzt Logitech G-Hub, weil das ist eigentlich im Endeffekt eine Möglichkeit, Gerätschaften von Logitech anzuschließen und dort irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Aber es hat funktioniert. Ich habe erstmal Radwinkel hier, war vorher auf 0 auf 900 gestellt, Gesamtstärke Force Feedback auf 100%, dann die ganzen Tastenbelegungen, das müsst ihr separat alles nochmal machen. Also heißt beim Lenkrad einfach mal hier raufdrücken und dann mit dem Lenkrad hier so ein bisschen bewegen. Da ist wieder genau das gleiche und Bremse und noch viele andere Tastenkombinationen. Wir werden mal gucken, ob natürlich das mit dem Lenkrad jetzt auch alles funktioniert. Aber angeschlossen ist es erst einmal, das ist schon mal die Hauptsache. Gucken, wie es Force Feedback läuft und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, das war es eigentlich in Sachen Einstellung. Wir gucken uns mal an, was dieses Spiel mit sich bringt und beginnen deshalb mal ein neues Spiel. So, wir können uns auch ein Avatar wählen. Oh, guck mal, der sieht ja fast so aus wie ich. Ach, guck mal, Kleidung Winter. Leicht. Ah, hier ist Winter. Nö, ich nehme leicht. Halten, um Profil zu erstellen. Okidoki. Achso, mein Name. Oh, habe ich oben gar nicht gesehen. So. Steko Teen. Good morning, Truckers of Alaska. Josh from Truckstop Radio here. It's a beautiful day outside with clear skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. I hope it's the last breath of winter, folks. So it's your last day, huh? Here are your keys. Danny outside has the shipping documents. Well, good luck starting your own business. I heard the previous owner left a welcome package at your new place. Maybe it's something useful, although myself, I'd rather get a cake. Watch out for possible weather changes, but don't let rain or snow spoil your travels. Here's wishing you a safe and successful journey ahead. Willkommen in Alaska. Du bist dabei, deine Karriere als Alaskan oder Alaska Road Trucker zu beginnen und Fracht in vielen Teilen Alaskas zu liefern. Du musst dich um deinen Truck kümmern, aber auch um dich selbst, um deine Gesundheit, deine Energie und deine Ernährung. Du wirst Geld und Erfahrung verdienen, deine Fähigkeiten und deine Basis entwickeln. Als Indie-Entwickler haben wir immer davon geträumt, dieses Spiel zu entwickeln. Wir hoffen, dass du uns helfen wirst, es zu entwickeln. Danke, dass du uns auf diese Reise begleitest. Okay, sehr schön. Ganz kurz vorweg, ich hatte schon mal ein Video von Alaskas Road Truckers hochgeladen. Das war noch zur Demo-Versionszeit und ich glaube, das ist über ein Jahr her. Damals war ich noch nicht ganz so begeistert gewesen. Wir haben einige Aspekte vom Spiel kennengelernt, die gar nicht mal so verkehrt waren. Aber irgendwie wirkt das alles ein bisschen sehr trocken. Man muss aber dazu sagen, das war noch weit in der Entwicklungsphase gewesen. Und vielleicht auch irgendein Abschnitt, der gar nicht so bedeutsam war. Vielleicht wie hier jetzt in dieser Story. Also, zum Schließen einmal hier halten. Oh, wer ist denn das? Leitfaden, kannst du mehr erfahren? Okay. Wer bist du denn? Hi! Logistikstandort. Ja. Muss ich jetzt hier irgendwas nehmen? Wähle eine Aufgabe aus, um Detail anzuzeigen. Gedrückt halt, um den Auftrag anzunehmen. Okay. So,
Das heißt, die Lieferung ist zwar gucken, wie heißt es mit, boah, minus 7 Grad ist es hier. Also, wir haben jetzt ein kleines, feines Tutorial vor uns. Wir sehen es ja hier. Die Grafik auf den ersten Blick ist hübsch. Natürlich jetzt nichts mit Unreal Engine oder gar jetzt im Bereich von Eurotruck Simulator, aber sie ist in Ordnung, sie ist hübsch. So, also Schloss. Dann sollen wir hier einmal Verkabelung verwalten. Sollen wir das hier? Ah, das ist hier bestimmt. Nee. Hier? Ah, hier. Kabel. Das müssen wir natürlich in grün hier reinstecken. Okay. Oh, ist nicht schlecht. Also selber aufrüsten hier. Wie gesagt, wir müssen, das sehen wir aber auch hier. Ach genau, unten links zum Beispiel ist unsere Gesundheit, Essen, Energie. Also wenn wir zum Beispiel schlafen müssen. Stecken wir da rein. Aktuell sind es, ach, plus 7 Grad. Ich habe minus 7 Grad. Deswegen auch wahrscheinlich rot. Gut. Wie kommen wir jetzt hier zurück? Das weiß, glaube ich, hier niemand. Ah, hier, okay. So, jetzt sollen wir das hier einmal einfahren. Daran? Nee. Geht's hoch? Ja, es geht hoch. Ah, ist cool gemacht. So. Und jetzt sollen wir in den LKW einsteigen. Oh, sehr schön, ich freue mich schon. Aber die Animation ist auf alle Fälle cool. So, Lenkrad funktioniert schon mal. Ist ein bisschen unrundes Lenkrad? Nö, alles gut, ist nur so ein bisschen, ist so schön geriffelt, so schön ergonomisch geformt. Gut. Motor ist an, Handbremse ist gelöst. Noch irgendwas? Gangschaltung irgendwie? Nee, geht schon los. Cool, okay, dann bereiten wir uns mal hier so ein bisschen vor. Fahrt zum Tor. Okay, Force Feedback ist alles drin. Auch sehr angenehm. Bin mal gespannt. Ich habe ja auch schon hier linker Spiegel. Den finde ich zum Beispiel ganz cool, dass er genau auf den Spiegel dann guckt. Okay. Da müssen wir nochmal gucken. Ihr könnt, wie gesagt, Tastenbelegung für linken und rechten Spiegel verwenden. Wir machen mal kurz die Musik hier ein bisschen leiser. Okay, warte mal ganz kurz. Aber wie guckt er jetzt wieder nach vorne? Ah, okay. Macht er automatisch. Gut, naja gut. Aber ich meine, er macht es. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen jetzt, glaube ich, hier hin. Also man merkt auf alle Fälle, wenn ihr mit Leckern unterwegs seid, nach dem Force Feedback, ihr merkt viele Unebenheiten. Können wir mal gucken, wie sich vielleicht hier jetzt mal so der Auflieger verhält. Ja, sehr linear, ein bisschen statisch vielleicht, könnte man sagen. So, geht jetzt Outline wieder? Jetzt, okay. So, Blinker funktioniert auch. Wir müssen nämlich jetzt hier links abbiegen. Da kommt keiner. So, na gut, also mit dem Gucken müssen wir mal schauen. Mal gucken, ich drücke jetzt nochmal. Ah, okay. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den rechten Spiegel gucken wollt, einmal rechts drücken und dann könnt ihr schon wieder rechts drücken. Dann dauert es ein bisschen, aber dann zentriert er sich wieder. Also, ihr müsst halt nochmal drücken. Ihr könnt natürlich probieren, jetzt mal ganz schnell hintereinander. Ah, okay. Gut. Naja, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Gut. Wir fahren jetzt, wie weit fahren wir denn jetzt ja eigentlich überhaupt? 4 Stunden 16 Minuten ist, glaube ich, die Zeit jetzt. Wir haben, wie viel? 40 Kilometer vor uns? Okay. Das geht wahrscheinlich so ein bisschen von der Stelle her wie beim Eurotruck Simulator. Jetzt kann man sehr viele Leitfahne rein, gerade am Anfang. Dann überholen wir jetzt mal.
Aber wenn wir die überholen, kommt uns einer entgegen. Ah, da kommt uns einer entgegen. Wollen wir mal kurz einen Bremstest machen? Oh, scheiße. No. $600. Ah, die Bremse muss man schon ein bisschen reintreten. Oh. Fuck. Achso, übrigens, das Spiel gibt's aktuell, glaube ich, noch für die ersten Tage nach Release für 17,99 Euro, bin ich der Meinung. Also auf alle Fälle 17,99 oder 19,99. Aber ich glaube, 17,99 würde eher Sinn machen. Also ihr habt hier 10% Rabatt, wer halt ein kleiner Pfennigfuchser ist. Aber wir halten mal fest, so 20 Euro, da liegt das ganze Spiel, ist erstmal ein solider Preis. Und wir gucken mal, wie natürlich voll dieses Spiel eigentlich überhaupt gepackt ist. So, 2 Meilen, dann müssen wir hier abbiegen. Boah, die Bremse muss man auf alle, hoppala. Ich würde mal sagen, bei der nächsten Tankstelle werden wir mal halten. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wo sehen wir das denn eigentlich? Gar nicht so richtig. Also aktuell haben wir insgesamt 90 Meilen vor uns, bis wir zum Ziel kommen. Also ich muss aber auch sagen, ich hoffe mal, da kommen vielleicht noch ein paar Einstellungen dazu. Jetzt rein mit dem Lenkrad. Vom Force Feedback her ist es eigentlich in Ordnung, wenn ihr einlenkt. Das ist ein guter Widerstand. Mir persönlich gefällt es. Aber mein Lenkrad overreacted gerade extrem mit dem Bodenbelag halt. Also er vibriert permanent rum und deshalb kommt es auch so dieses Clicking so, dass im Endeffekt man sehr oft so ein Stupfloch hat im Lenkrad. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt hier einbiegen und dann irgendwie dann das Lenkrad zu sehr vibriert, dann gibt es einen ganz kurzen Auslöser, wo wir so ins Leere hineinlenken. Und das finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Das sind Sachen, die könnte man mit mehr Einstellungen beheben, die es aktuell hier nicht gibt, weil ihr könnt im Endeffekt einfach nur Force Feedback einstellen. Das wäre trotz all den natürlich Überlegungen, das Force Feedback dadurch runterzustellen, weil dann würde das Lenkrad auch nicht so sehr vibrieren. Also die reine Steuerung an sich ist ein bisschen komisch. Aber sehr knapp gewesen. Oh, hoppala. Eieieiei. Also ich bin ja auch ein bisschen müde wegen der Nachtschicht, aber der Huckel hat jetzt einfach mal alles ausgelöst am Lenkrad. Okay, wir fahren jetzt einfach mal hier entlang. Bei der nächsten Tankstelle halten wir mal Ausschau, dass wir gucken können, was wir hier kaufen können. Oh, aber knapp gewesen. Hier vorne müssen wir... Boah. Eieieiei. Also die reine Steuerung mit Lenkrad, die ist jetzt wirklich nicht so mega schön. Es funktioniert, aber könnte besser sein. Ach, guck mal. Mal ganz kurze Tipps wegen Spiegel. Wenn ihr jetzt nach rechts guckt, tippt 2-mal auf dem Steuerkreuz links oder die Taste, die ihr benutzt habt, um nach links zu gucken. Und schon zentriert ihr das Ganze wieder. Ah, komm, überholen wir schnell noch. Oh, kommt sie, Buschi? Weil es bergauf ist, ist so eine Stärke. Okay, gut. Wir warten ab. Ich müsste mich jetzt hier links abbiegen. Mal gucken, wo will er. Oh, sind wir auch gleich da? Anscheinend. Nervig ist auch gerade so ein bisschen, normalerweise den Blinker betätigt hier zum Beispiel links, um links abzubiegen. Und danach müsste nach dem Zurückstellen des Lenkrads eigentlich der Blinker wieder deaktiviert werden. Der bleibt hier permanent an. Also auch eine kleine nervige Sache, mal gucken. Aber vielleicht gibt es auch sofort eine Einstellung, wo man es vielleicht ändern könnte. So. So, da vorne sollen wir bestimmt halten, oder? Okay, Parkpräzision, 5 Sterne haben wir bekommen. Sollen wir den jetzt hier abladen?
Jo, müssen wir. Also einmal hier aufbocken. Ach, der Motor läuft noch. Ja, du. Ich suche immer gerne Mittel- und Wegesteller zu werden. Das heißt, Heizung nicht. Handbremse und Zündung. Okay. Achso, warte mal, bevor wir jetzt hier aussteigen. Also, wie gesagt, die Animation fand ich immer ganz cool. Wie so interaktiv, wir können uns ja mal so ein bisschen das Cockpit angucken. Wie gesagt, es ist natürlich mehr so ein bisschen zeichnerisch-comic-mäßig hier, was rüberkommt. Aber ansonsten ist er ganz hübsch. Gerade nur die Steuerung finde ich ein bisschen ein kleines Manko. Zwecks den Lenkrad, das fühlt sich halt nicht so richtig an, als würdet ihr wirklich jetzt irgendwie ein Lenkrad steuern. Gut, Motor ist aus. Zumal das Lustige ist ja auch noch. So, den haben wir schon mal. Gut. Aufhängig ist so vollständig ausgefahren. Jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen interagieren. Und dann einmal hier irgendwo dran geschickt. Ach, hier war das, genau. Und hier auch rein. Gut. Noch irgendwas? Was ist das hier? Ah! Einmal getrennt. Das müsste aber eigentlich gewesen sein, oder? Ja, sehr gut. Guck mal, hier ist ein anderer Vorarbeiter. Raffinierausstattung, pH, genau. Ankunftszeit sollte der. Fragt 97, 5. 3600 haben wir mal verdient. Wie gesagt, der Ruf war jetzt nicht mega gut gewesen, aber 4,5 Sterne gehen auch vollkommen klar. Gut, kommen wir einfach mal zum Ende der ersten Folge des kleinen feinen Tutorials hier bei Alaska Road Truckers. So der allererste Eindruck, es ist. Ich will wirklich nicht die falschen Worte verwenden, aber man muss halt irgendwie trotzdem Vergleiche finden, wie zum Beispiel American Truck Simulator, aber auch der Euro Truck Simulator. Und es ist eine vereinfachte, abgespeckte Version. Wobei man sagen muss, gerade das Aufrüsten der einzelnen Komponenten am LKW, am Auflieger, die sind schon richtig cool gemacht. Aber wenn man sich natürlich jetzt so die Karte anguckt, das ist ja alles ziemlich einfach gehalten. Meistens immer nur einen Weg. Es geht eine Runde rum und auch in manchen Bereichen ist wirklich ja, One-Way-Ticket to Hell. Also wirklich wieder keine Wiederkehr irgendwie. Man fährt einfach hin und man fährt denselben Weg wieder zurück, um halt irgendwie auf diese Hauptspur zu kommen. Man müsste einfach auf ein paar Folgen mehr drehen und da würde ich gerne noch anknüpfen. Wir werden uns natürlich noch ein bisschen weiter angucken. Wir dürfen aber nicht vergessen, für unter 20 € ist dieses Spiel trotzdem vom Preis her immer noch in Ordnung. Aber dieses Feeling, auch gerade mit Lenkrad, es ist gut umgesetzt worden, dass es natürlich mit sämtlichen Lenkrädern sofort geht auf Anhieb. Aber die Grundsteuerung, das Feeling mit dem Lenkrad in den Händen, das fühlt sich leider nicht ganz so gut an wie manch andere Simulatoren-Kollegen. Und ja, wir werden einfach gucken, was da noch alles so kommt. Ich muss leider trotzdem, wie gesagt, das ist alles persönlich meine Meinung, aber der erste Eindruck ähnelt leider dem des ersten Eindruckes von der Demo-Version vor gut einem Jahr und es ist ein bisschen ernüchternd. Aber wie gesagt, vielleicht sind Sachen dabei, die euch persönlich gefallen. Wir werden weiter darauf schauen und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.